Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Topspiel heute hier bei Last Gaming. Diesmal haben wir die Partie der 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund für euch und die Dortmunder drehen direkt auf Pulisic, Jarmolenko, aber Horn kann sicher parieren und jetzt Götze. Na, bekommt den Ball abgeholt und Einwurf für Dortmund. Ja, für die Kölner, die ja eigentlich bombastisch, würde ich jetzt sagen, in die Rückrunde gestartet sind. Damit hätte wohl keiner gerechnet. Zwei Siege und ein Unentschieden gab es. Bleiben trotzdem noch auf Platz 18 mit aktuell 13 Punkten. Ja, und wie wir gerade gesehen haben, mit 15 Toren die offensiv schwächste Mannschaft. Jetzt mal mit dem Versuch, aber es bleibt bei einem Versuch, aber immerhin ein erster Vorstoß der Kölner. 34 Gegentore bekommen, damit nicht mal die schlechteste Mannschaft. Mainz und Freiburg haben sogar mehr Gegentore bekommen. Und jetzt die Dortmunder über Pulisic. Aber Horn hält wieder sicher. Es gibt nach 11 Minuten den ersten Eckball in dieser Partie. Und die Kölner müssen heute hier ebenfalls punkten. Haben sich hochgekämpft, haben mittlerweile 13 Punkte, Hamburg 16 und Bremen 17. Also sind es nur noch 4 Punkte auf einen Relegationsplatz. Aber dafür müssen sie natürlich weiterhin punkten. Gegen Augsburg hat man es am Ende der Partie dann doch zu viel schleifen lassen. Und somit den Ausgleich kassiert. Und gegen Dortmund wird es wahrscheinlich nicht einfacher werden. Obwohl man auch sagen muss, die Dortmunder auch nicht so stark in die Rückrunde gestartet, wie man das vielleicht nach dem Trainerwechsel gedacht hätte. Weigel, aber der Ball wird abgeblockt. Haben ja jetzt den Kölner Trainer. Also trifft hier Stöger auf seine alte Mannschaft. Und das ist natürlich auch ein Spiel, was er auf jeden Fall gewinnen will. Als. Oh, abgefälscht und der war mal gar nicht so ungefährlich. Lenkt den Ball Richtung Tor, trifft dann aber nur die Latte und es gibt den zweiten Eckball für Dortmund. Ja, Stöger will natürlich hier kein Blut dalassen. Will sich hier nicht blamieren. Natürlich die Kölner auch nicht. Die wollen natürlich in der Liga bleiben. Jetzt natürlich die Frage, was ist stärker? Der Drang in der Liga zu bleiben oder der Drang an den Champions League Plätzen? Eine Frage, die wir heute auf jeden Fall beantwortet bekommen. Außer es geht natürlich unentschieden aus. Das nützt eigentlich so wirklich keinem was. Aber die Dortmunder sind da drin natürlich geübt. Haben jetzt die ersten drei Spiele unentschieden gespielt. Aber bis jetzt zeigen sie eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Leistung. Aber der Abschluss, an dem müssen sie auf jeden Fall üben. Ja, der Ärger um Aubameyang bringt natürlich auch zusehends Unruhe in die Mannschaft. Wie es da weitergehen wird, sind wir natürlich auch gespannt. Ist er weg? Ist er noch nicht weg? Ich habe noch keine neuen Infos. Falls bis zum Erscheinen dieses Videos sich was geändert hat, dann weiß ich das dann, aber es ist natürlich eine Vorproduktion, von daher habe ich darauf keinen Einfluss, wenn er dann in der Zeit bis zum Veröffentlichen des Videos gewechselt sein sollte. Spielt aber heute eh nicht, von daher jetzt nicht so tragisch. Ja, und die Dortmunder wollen natürlich auch oben dran bleiben, haben 31 Punkte und mit einem Sieg würden sie wieder ein bisschen oben Fühlung erhalten. Mit einer Niederlage oder einem Unentschieden geht es weiter in Richtung Mini-Krise von Stöger. Aber was für ein Ding wäre das, Leute, wenn die Kölner das hier tatsächlich noch schaffen könnten, hier die Klasse zu halten. Das wäre ein Wahnsinnsding. Damit hätte echt kein Mensch gerechnet. Ich glaube, darauf hätte noch keiner einen Fünfer gesetzt, außer Leute, die verrückt sind. Aber wie gesagt, man muss halt eben auch gegen die Großen gewinnen. Für die Kölner ist es natürlich auch wichtiger,
Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch wichtig ist, gegen jeden zu gewinnen, aber gerade so die direkte Konkurrenz. Hamburg haben sie ja gewonnen, Bremen, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg, Freiburg. Solche Partien müssen halt eben gewonnen werden. Sonst sieht es sehr, sehr alt aus. Aber sie sind eigentlich auf einem guten Weg, würde ich mal so sagen. Es hängt natürlich auch an der Konkurrenz. Was macht Hamburg? Was macht Bremen? Was macht Mainz? Stuttgart holt Korkut. Die verabschieden sich schon mal jetzt. Und oh, Dortmund im Pech, die Latte rettet Köln. Aber wieder auf den Trainer zu sprechen zu kommen. Was hat sich Stuttgart denn dabei gedacht? Erfolgskurs. Oh, jetzt sehen wir das schöne Tor. 1-0 Dortmund. 36. Minute. Und Schöle zeigt, dass er sogar auch mal das Tor treffen kann. Also ich glaube, damit hätte jetzt wohl keiner gerechnet. Dortmund führt 1-0. Aber das hat natürlich auch nicht so viel zu sagen. Haben sie schon öfter, aber hier mal schön rausgespielt und da zieht Schürrle mal ab und dass der ins Tor geht, damit hätte glaube ich nicht mal Horn gerechnet. Aber es ist passiert. Dortmund führt und das nicht mal unverdient und schießt Köln wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Auf jeden Fall aktuell. Ja, es kommt natürlich wie gesagt auch auf die Mitkonkurrenz an. Wenn Köln hier heute verliert, können die direkten Mitkämpfer um den Abstieg eventuell punkten. Wir schauen mal, gegen wen sie denn spielen. Ich muss das gerade mal nachschauen. Moment. Ja, Mainz spielt gegen Bayern zu Hause. Ich glaube, da ist nicht viel drin für die Mainzer. Könnte sehr von Vorteil sein für die Kölner. Wolfsburg gegen Stuttgart. Na, da wird auf jeden Fall jemand punkten. Die Hamburger gegen Hannover. Wird schwierig, aber nicht unmachbar. Und die Bremer spielen gegen Schalke. Ja, das ist natürlich auch eine ordentliche Portion, die sie da haben. Aber wie gesagt, Wolfsburg, Stuttgart, da kann auf jeden Fall einer punkten. Wenn es Wolfsburg ist, die haben eh schon 23 Punkte. Werden die sich wohl aus dem Abstiegsrennen erstmal für die nächsten Spieltage verabschieden? Ja, ich glaube, so den einfachsten Gegner hat eigentlich Hamburg. Mit Hannover. Wobei das nicht heißen soll, dass Hannover jetzt schlecht ist. Aber im Vergleich zu den anderen Gegnern finde ich, ist es doch eine einfachere Aufgabe. Obwohl man, wie gesagt, die Hannoveraner nicht unterschätzen sollte. Haben bis jetzt die Saison eigentlich schon sehr schön Fußball gespielt. Aber irgendwann als Aufsteiger fordert es halt eben sein Tribut. 30 bzw. 34 Spiele, Powerplay, das ist immer schwierig zu gestalten. Jetzt haben wir aber den Halbzeitpfiff und Dortmund geht 1-0 in die Halbzeit durch ein Tor von Schürrle und das nicht mal unverdient. Aber schauen wir mal, was es in der zweiten Halbzeit alles so geben wird. Welche Trainer werden ihre Mannschaften am besten auf das vorbereiten, was da kommen mag in der zweiten Halbzeit? Und vielleicht kommen die Kölner ja wieder zurück. Jojic, der ja, glaube ich, im letzten Spiel den Freistoß verwandelt hat, war, glaube ich, Jojic. Und Horn heute eigentlich mit einer super Leistung. Den Schuss von Schürrle konnte er nicht halten. Schönes Tor. Hier nochmal Horn bzw. Köln im Glück. Schauen wir uns mal die Statistik an und die spricht wirklich für sich. Fast wie in guten alten Zeiten bei Köln. Ein Schuss und keiner aufs Tor. Und Dortmund hat 8 Schüsse, 3 aufs Tor. 61% Ballbesitz. Ein Tor, 94% Passgenauigkeit. Ja, im Moment spricht eigentlich alles für Dortmund. Aber wir sind gespannt. Vielleicht schlägt Rodde wieder zu. Der hat ja letzten Spieltag nicht treffen können. So. Na, aber so wird das nichts, Leute. Schöle. Na, schlechter Pass. Und die Kölner im Ballbesitz. Aber ob sie auch was draus machen können, es sieht nicht so aus.
Aber die Kölner Abwehr gar nicht mal so schlecht. Passt ab und an auch mal auf. Vielleicht können sie wirklich mal einen schnellen Konter starten, mit dem keiner rechnet. Vielleicht sogar jetzt. So, Bittencourt. Auf Terodde, aber der Rückpass dann doch zu ungenau. Und die Chance für den Dortmunder Konter läuft. Piszczek. Ja, Molenko. Auf Kagawa, der ja ein sehr schönes Tor geschossen hat. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere am letzten Spieltag. Schöner Seitfallzieher. Wirklich ansehnlich zu sehen. Aber an das Tor von Petersen kommt er wohl nicht dran. Wirklich ein schönes Tor. Den muss man auch erstmal so machen. Aus 40 Metern Entfernung. Kann man mal machen. Und ja, die Dortmunder hatten letzten Spieltag ja auch eigentlich ziemlich viel Glück. Gerade noch so den Anschlusstreffer bekommen. Den Ausgleichstreffer bekommen. Beziehungsweise geschossen. Und mal schauen, was heute hier passieren wird. Kagawa, Pulisic. Pulisic, ah, da will er zu viel. Durch zu viele Leute kommt er dann doch nicht durch. Und jetzt Schöle. Schön gehalten, der Nachschuss und wieder gehalten. Wunderbare Leistungen heute hier zu sehen von Horn. Die Kölner haben einen wirklich guten Torwart da hinter den Pfosten stehen, zwischen den Pfosten. Und ja, Schürrle wieder in alter Form. Und jetzt kommt der Wechsel. Höger kommt für Özcan in die Partie bei Köln. Und bei Dortmund geht Pulisic und dafür kommt Sancho. Schöne. Schön auf Jarmolenko, aber Horn wie immer sicher. Der hält auf jeden Fall die Kölner im Spiel. Nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal. Sie können wirklich froh sein, einen solchen Torwart zu haben. Auf Dortmunder Seite kommt hingegen Kollege Bürki des öfteren mal in die Kritik. Ist an sich eigentlich auch kein schlechter Torwart, aber hat ab und an mal Aussetzer, wo man sich dann fragt, was macht er da? Jetzt aber wieder die Dortmunder. Götze. Sancho. Aber die Kölner Abwehr wieder auf dem Posten. Oder auch nicht. Schöle. Götze. Knappes Ding. In der 78. Minute kommt jetzt Cucielo für Lehmann in die Partie. Und Schöle geht. Und dafür kommt Isak. Bittencourt. Ah, und jetzt der Ball. Ah, was macht er denn? Wenn da der Kölner Nummer 6er dran geht, wäre es vielleicht richtig gefährlich worden. Aber ich weiß nicht, was er sich jetzt so da gedacht hat, was er da macht. Aber es war die falsche Entscheidung. So, die letzten Minuten in dieser Partie laufen. 95. Spielminute ist vorbei. Aber jetzt vielleicht über Cucielo. Terodde wird geblockt und der Nachschuss, aber den hätte er besser angenommen und wäre aufs Tor gegangen. Jetzt kommt Córdoba für Osako. Ja, einen torgefährlicheren Spieler hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr bringen können. Aber okay, schauen wir mal, was er noch macht. Vielleicht schafft er es. Oh, Terodde ist verletzt, muss runter. Das ist jetzt bitter. Das ist richtig bitter. Wir wünschen ihm natürlich auf diesem Weg gute Besserung.
Kommt drauf an, wie schwer verletzt. Er spielt ja noch. Vielleicht hat er sich auch nur angeschlagen. Da verstehe ich aber den Wechsel nicht. So, jetzt kommt Köln über Córdoba. Die letzte Chance des Spiels wird das wahrscheinlich sein. Höger. Schöner Pass auf Terodde. Der wohl doch nicht so verletzt ist. Jojic. Auf Terodde. Auf Jojic. Jojic. Ah, da hält Bürki gut. Und da ist der Abpfiff. Der Einwurf wird nicht mehr ausgeführt. Dortmund gewinnt 1 zu 0 und hat nochmal Glück, dass hier am Schluss der Ball nicht reingeht und Bürki auf dem Posten ist. Und somit verschärft sich die Anfangseuphorie der Kölner ein wenig. Dortmund wieder in der Spur. Und ja, wir sind natürlich gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.